In der Komödie «A Walk in the Woods» will der Reiseschriftsteller Bill nach Jahren im Ausland endlich sein eigenes Land Amerika erkunden. Sein Ziel ist die 3'500 Kilometer lange Wanderung durch die Berge der Appalachen. Seine Frau ist alles andere als begeistert von dem Plan, willigt aber unter einer Bedingung ein. Er muss einen Begleiter mitnehmen. Du wirst das nicht allein machen. Wie wär's mit einem kleinen Spaziergang, alter Freund? Nicht in diesem Leben. Ruf mich an, wenn was Lustiges anliegt, zum Beispiel eine Darmspiegelung. Stephen? Nicht Stephen Cass. Ihr seid euch doch in Europa zum Schluss auf die Nerven gegangen. Das war vor 40 Jahren. Ich muss jede Stunde was essen, sonst kriege ich diese Krampfanfälle. Krampfanfälle, ja genau. Mit seinem alten Kumpel Stephen findet der Bill den perfekten Begleiter. Also steht dem Abenteuertrip nichts mehr im Weg. Natürlich geht es nicht lang und ein Missgeschick jagt das andere. Dabei kommen sich die beiden näher, als ihnen lieb ist. In die Rolle von Stephen schlüpft Nick Nolte und der Robert Redford spielt den Bill. Er hat den Film auch mitproduziert. Im Interview erzählt er, dass er mehr per Zufall auf das Projekt gestoßen ist. 2002, my wife and I were going on vacation and there was this book sitting on my desk that had sat there for some while. Als ich im 2002 mit meiner Frau in die Ferien bin, habe ich ein Buch mitgenommen, das schon lange auf meinem Schreibtisch gelegen ist. Es hatte ein Bild von einem Bär in einem Wald drauf und als erstes habe ich gedacht, es ist sicher wieder ein Buch, das um die Umwelt geht. Ich habe es dann gelesen und noch nie so häufig müssen lachen wie bei diesem Buch. And it was the first time I could remember laughing out loud so many times while reading a book. Und dann ist es losgegangen. Weil «A Walk in the Woods» in der Natur spielt, ist natürlich auch dort gedreht worden. Laut Nick Nolte hat sich Robert Redford aber vor dem Drehstart ein bisschen Sorgen um ihn gemacht. Mom sat me down before we did this, and she said. Der Robert ist zu mir gekommen und hat gesagt, Nick, bist ehrlich und sag mir, ob es irgendetwas gibt, was für dich aus gesundheitlichen Gründen unmöglich macht, auf dem Appalachenweg zu wandern. Ich habe ihm zur Antwort gegeben, nichts, wegen dem du nicht würdest vor mir zusammenbrechen. That you wouldn't collapse before, you know? So he said, okay. Die beiden haben also gewusst, auf was sie sich einlassen, doch das Filmen in der Natur hat so seine Tücken gehabt, verratet uns der Regisseur Ken Quappis. A few of the iconic places on the trail, McAfee Knob, for instance. Zu einigen der legendären Plätze auf dem Appalachenweg führt keine Strasse hin. Das heisst, um zu denen hinzukommen, haben wir unser Equipment müssen schultern und wandern. Zudem hat es ausgerechnet an dem Tag, wo wir am Felsen gefilmt haben, ein heftiges Gewitter gegeben. Und auf einem Felsen im Nirgendwo wird man am wenigsten sein, wenn es anfängt zu blitzen. Then like on a rock ledge in the middle of nowhere in the middle of a lightning storm. Der Robert Redford und der Nick Nolte haben also aufregende Dreharbeiten erlebt und eins können wir jetzt schon verraten, beide haben es heil überstanden. Unsere Prognose lautet, A Walk in the Woods ist ein Hommage an die Freundschaft und ans Alter. Eine gelungene Komödie, die trotz Längen eine gute Unterhaltung mit zwei Altstars garantiert. Das gibt 3 von 5 Schirmen. Scheiße, wenn die auf uns zukommen, stell dich tot. Das sind Bären, wenn die auf uns zukommen, dann sind wir tot.